So. Und damit, Albert, da war es knapp, sie kommt zu Ende von Gilt. Schön, dass ihr mit dabei seid, Bock drauf. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, ob das Gilt oder Gilt. Ja, wahrscheinlich kommt das Gilt von Gilt, Guilty. Aber man weiß es nicht. Jo, wir sind wieder außerhalb der Schule. Wir haben im letzten Video die Etage der Puppen abgeschlossen. Oder hast du jetzt gesagt, ich habe nicht mal was gemacht. Die Etage der Puppen abgeschlossen, in der wir mehr oder weniger von so Puppen verfolgt wurden. Ja, gut, nicht direkt von einer Puppe. Die haben wir zweimal gesehen, auf einmal stand die hinter uns, nachdem wir in so einem Raum eingesperrt worden sind. Emily war im Auditorium. Und ich hoffe, sie ist noch da. Dann haben wir aus dem Fenster gesehen, dass Emily hier draußen den Innenhof entlang rannte, verfolgt von diesem komischen Kameravieh, welches wir in der... Was ist denn mit dir? Mach ich mal was. Welches wir in der Arcade getroffen haben. Mit diesem riesen Scheinwerfergesicht. Also mal gucken, dass wir zu Auditorium kommen. Kann wahrscheinlich so nicht hin, wa? Kommen wir sogar so ganz gut hin. Nützlich sein. Das stimmt, so Auditorium. Da bin ich ja jetzt ganz einfach hingekommen. Komme ich wahrscheinlich eh nicht rein. Doch. Komme ich sogar. Oha. Auf jeden Fall ist das ganz schön gruselig, ey. Wieder so ein Kabel hier. Emily, Winterplay. Ist das so eine Art gemeiner Witz? Bitte, lass mich allein. Was ist das? Wer macht denn sowas? Emily ist direkt hinter dieser Tür. Es ist ein bisschen strange, wa? Von der anderen Seite verschlossen. Okay, es klingt gerade ein bisschen strange, was da abgeht. Kommt da weit. Und überall diese Poppen, was ist denn hier los? Emily, ich bin unter. Fix. Von der anderen Seite verschlossen. Ah, klar. Soll ich denn dann hin? Behält irgendwas. Ein Herzschlüssel. Na, guck mal, da kommt. Ja. Von der anderen Seite verschlossen. Kann ich da überhaupt machen? Mit der Puppe? Ist. Ja. Hey, wie soll ich denn da jetzt? Ich blick's nicht. Ah! Okay, hab ich euch gesehen. Da ist noch ein Tagebuch. Ah, muss man was hinsetzen hier. Comedy? Ich glaube, das mit Emily ist kein Comedy. Achso. Sci-Fi, Gangster-Season, Sci-Fi-Season, Horror-Season, Comedy-Season. Ja, der Clown ist aber auch nicht unbedingt Comedy, ey. Noch ein seltsames Buch. Noch ein seltsames Buch. Warum nehme ich mich immer alle aus? Egal, was ich mache, die Kinder machen sich immer lustig über das, was ich sage oder wie ich rede. Als wäre ich im Fernsehen und alle würden zuschauen.
Wenn ich im Unterricht eine falsche Antwort gebe oder beim Sport hinfalle, reden am nächsten Tag alle darüber. Wenn ich Gruppen von Kindern sehe, bekomme ich es immer mit der Angst. Ich weiß, dass sie über mich reden. Was stimmt nicht mit mir? Ich will nicht einfach verkriechen und nie wieder hervorkommen, aber ihre Augen sind überall. Früher wollte ich mal Freunde. Jetzt will ich nur noch in Ruhe gelassen werden. Vielleicht vergessen sie mich ja, wenn ich einfach ganz still bin. Alter, die hat auf jeden Fall richtiges Psycho-Problem durch Mobbing. Aber wenn es so stimmt, ich weiß es nicht. Mal gucken, ich bin gespannt. Was war? Okay, nicht toll. Irgendwann geht die auf jeden Fall richtig ab. What the fuck? Ich weiß, was soll mir das jetzt bringen? Ich muss irgendwas werfen. Haben wir hier irgendwas zu werfen? Irgendwie einen Automaten. Ich glaube, ich habe keinen gesehen. Doch. Nein. Ach so. Ja, okay. Jetzt weiß ich. No, I understand. Sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich überhaupt so treffe. Natürlich treffe ich so nicht. So treffe ich. Immer gruselig ist, dann auch machen. Ja. Gut. Ab die Leiter hier. Ich see you. Ich glaube, wir spielen in der Psyche von Emily. Und die Viecher sind einfach nur eine Metapher oder bildliche Darstellung der Augen der Kinder. Das ist verrückt. Und die Kamera ist, wie sie sagt, wie fühlt sich im Fernsehen. Nicht zu fassen, dass es eine echte Mine in einem Gebäude gibt. Also ja. Ja, wir spielen das safe in der Psyche von ihr. Das ist auf jeden Fall so. Kannst mir sagen, was du willst. Das sind alles. Was? Was ist denn das? Unsichtbare Monster? Wirklich? Ganz ruhig bleiben. Keine Panik. Alter, das Spiel ist auf jeden Fall. What the fuck, Alter, was ist das? Was geht mit dem Spiel los ab, ey? Licht. Danke. Oh. Bedeutet das was? Was geht denn jetzt ab, Alter? Das Ding ist, wo kommt der Strahl her?
Alter, die hängt da in den Seilen. Ich glaube, es hackt. Junge. Oh. Natürlich jetzt. Hey. Das erreicht mich, oder? Projektionsraum. Alter, was ist das los? Der Schlüssel, endlich! Halt durch, Emily, ich komme! Aha. Hm. Was er sagt, oh mein Gott. Sonst gibt's nichts. Durch, Emily. Oh ja. Schon wieder!
hier los, Alter? So, das symbolisiert wahrscheinlich jetzt wirklich so die Blicke der Kinder. Oh, da komme ich ja gar nicht hin. Das ist ja knapp. Unfair war. Wieso haut die... Ist es vorbei? Es ist vorbei! Wieso ist sie jetzt... gehauen? Ist sie doof? Das wird nützlich sein. Tja, sie war der Puppe. Alter. Ja. Das passt einfach perfekt, wa? Das sind... ja. Also ich glaube, meine Theorie ist gar nicht ganz gut. Wo ist das Vieh? Lass mich allein! Lass mich einfach allein! Keine Sorge, Emily. Es wird alles in Ordnung kommen. Nein, das stimmt nicht! Bleib mir bloß fern! Komm keinen Schritt näher! Was? Zum Henker. Geht hier nichts ab, oder? Das war schräg. Wenn die mich erwischt hätten. Nein, dann wir feiern Sir, gehen. Denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Alter, ich hab gedacht, wir Puppen wäre vorbei jetzt. Jetzt kommen noch so Killerpuppen. Ich glaube, es hackt. Was ist denn los mit euch? Ach. Wer kommt denn auf sowas? So ein scheiß gutes Spiel war. Also ich find's richtig gut. Ich find's richtig gut. Nein, genau. Okay, das war jetzt fast gut. Weg. Sorry. Das sieht hier total anders aus. Diese Statue habe ich noch nie gesehen. Ihr wollt mich verarschen, oder?
Die haben sich doch sehr viel Weg gehabt. Oh nö, Alter, ich hab... Die bewegen sich ja wirklich. Genau. Und die hat irgendwo eine Hand, ein Vogel ist. Alter, ich glaube, ich gehe raus. Der Ausgang. Er ist von der anderen Seite verschlossen. Na, was hatte ich erwartet? Ich brauche einen Vogel. Der Umriss eines Vogels. Ja, und der. Aber jetzt gleich eine hier abgedreht, kriegen jetzt einen Fakt, Alter. Pathetic Lost. Alter, was war das jetzt für ein Bild? Ja, genau. When you're gone, we'll be happy. When you're gone, we'll be happy. Ja, ich glaube, ich gehe raus. Kacke, soll ich die Dose verlassen? Fallen lassen. Danke. Ding ist, wo ist denn der Schalter? Da fehlt was. Was? Hm? Was? Hm? Da fehlt eine Maske, ja. Da komme ich jetzt auch so nicht hin. Wo halt? Das Stromkabel kommt ja von hier. Okay, kam ich hier lang. Oh Gott, dann bewegen sie nicht mehr. Aber ich komme ja eh nicht weiter. Ah, doch. Verschlossen. Nicht. Ding ist, wo muss ich auch sagen. Ja. Ja, aua. Ich komme nirgends so. Komme ich da rum? Na, komme ich ja nicht vorbei, oder? Oh, doch. Ist mit einer Kette verschlossen. Junge, guck dir das an, da hängen einfach Pumpen von der Decke. Ich breche aus dem Leben.
Ihr wollt mich doch verarschen. Was zum Henker? Was ist das hier? Ich glaube, da hat auf jeden Fall jemand auch nicht von Ventil. Eins der Ventile fehlt. So viele Puppen. Ja. Eine Maske, sehr schön. Alter, ich mag keine Puppen. Zumindest nicht in den dunklen Räumen. Und wenn dann auch so viel von der Decke hängen. Kaufst du einfach 40. Boah, mir ist erschrocken, Alter. Junge, das war richtig laut. Da erledige ich mal eben schnell. Das ist ein schönes Bild vom Haus. Da bringt mir gar nichts. Da kann er runterklettern. Ja. Ne, noch nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Auch von der anderen Seite? Da muss ja alles von der anderen Seite sein. Schlüssel zum Kunstraum. Ist halt der gegenüber? Ja. Alter Junge. Shadow Poop Head. Alone. Also ich merke schon, Emily kann Emily echt nicht leiden. Oder sie denkt es halt nur. Emily hat aber wieder richtig Sorgen in der Schule. Ja, und nun? Komm ich denn jetzt hin? Gar nicht? Alter, was? Okay, das Bild ist schon cool. Wofür ist das? Kabel hier. Das führt dahinter. Ja, toll. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt dran? So gar nicht hin. Die Question ist, was muss ich hier überhaupt machen? Hey. Aber
Stromkabel geht noch hier. Tag einzeichnen sie. Umzug. Gut. Das Ding muss ich haben, ha? Huh? Oh, krieg ich hier ja nicht hin. Das funktioniert ja gar nicht. Guck mal, muss ich mit dem Auto machen? Ich habe auf jetzt einen Knopf gedrückt, was gut für geht den. Da muss ich hier nochmal haben. Ach ja, hier bräuchte ich das Ventil für. Das stimmt. Aber ganz rein ist mehr, ne? Ich brauche ja den Wagen fürs Ventil. Und fürs Ventil brauche ich den Wagen. He. Hm. Warte mal, kann ich hier nicht mit der Dose abwerfen? Von der anderen Seite verschlossen. Keine Ahnung, was bringt. Ja. Ja. Was war das? Was ist das? Alter, was ist das für eine Puppe, Junge? Doch. Guck dich an, Alter. Aber das Viecher kann ich nicht erledigen. Und die nächste. Bist du da? Nein. Ich hab dich nicht. Komm her. Geh weg. Doch, ihr seid scheiß gruselig. Also dafür, dass das Spiel ab 12 ist. Fehlt die Puppen schon hart.
Was muss ich machen? Was habe ich da? Ich hab dich lieb. Oh, das war nicht weit genug. Nein, keiner mag dich. Ihr seid gruselige Scheißpuppen. Geht weg. Strom. Geht nochmal. Ja, gar nicht so. Unterm Aufzug noch was. Das weiß ich. So sieht der Kunstbereich aber sonst nicht aus. Sieht wie ein Museum aus. Aber warum? Die Statue ist in Ketten. Ja, die Statue ist in Ketten. Nein. Gut. So Leute, ich würde sagen, dann bin ich mal das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei war und Bock drauf hattet. Yo, Alter. Was sind das bitte für Puppen? Welches gestörte Etwas kommt auf die Idee, in so einem mehr oder weniger Indie-Horrorspiel ab 12 solche Viecher einzubrunnen? Junge, seid ihr irre? Komplett irre? Aber ist geil. Genau so weit habe ich gehofft. Dass dieses Indie-Dinge so richtig fies wird. Ich hoffe, da gibt es noch geilere Viecher, also noch fiesere. Zum Ende hin. Wo ihr denkt, so Alter, was geht denn jetzt ab? So richtig gestört oder sowas. Aber gucken. Vielleicht geht es auch gar nicht mehr so lange. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, es geht noch ein bisschen. Das Spiel macht echt wohl Bock. Oder eine richtig gute Atmosphäre, das ist er, ey. Und dafür, dass das ein kleines Indie-Spiel ist, mir. Oder weniger. Ich glaube, was kostet das Ding jetzt 20 Euro oder so? Ist halt echt gut. Also ich finde es echt gut. Besonders ich bin einfach mal gespannt auf die Auflösung. Wie viel das jetzt eigentlich ist. Ob wir jetzt wirklich in Emilys Kopf oder Verstand spielen oder beziehungsweise in ihrer Psyche. Weil es ist schon so ein paar Parallelen, sag ich mal. Wo ich mir denke, oh, das könnte also sein. Aber das werden wir alles am Ende erfahren. Von daher abwarten und weitersuchten. Gut, so, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, seid gerne nächstes Mal dabei. Bin ich ganz klar mit sehr drauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss.